Moin Moin, heute nochmal wieder aus der Werkstatt. Heute wollen wir bei unserem Sprinter die Spritzwasserdüse instand setzen. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, die ist hier abgebrochen und die erneuern wir jetzt. Alles weitere gibt's nach dem Intro. Ich habe mir das Original Ersatzteil von Mercedes bekommen lassen, hier, wenn ihr die Teilnummer haben wollt. Als allererstes werden wir jetzt erstmal die Motorhaube öffnen und hier den Schlauch abziehen und dann den Wischerarm demontieren, Schraube lösen und nach oben abziehen. Nachdem wir dann den Wischerarm demontiert haben, sehen wir, dass der Schlauch hier einmal durch die Feder durchläuft und hier durch die beiden Halterungen. Da ziehen wir den alten jetzt raus und fädeln gleich den neuen wieder ein. So, dann haben wir zum Schluss hier noch den Halter wieder auf den Wischer angeklickt und den Schlauch durchgefädelt und jetzt bauen wir den Arm wieder ein. Nachdem der Wischerarm wieder eingebaut ist, müssen wir hier gegebenenfalls noch die Länge mit dem Seitenschneider oder mit einer Schere anpassen, weil die Länge natürlich für mehrere Fahrzeuge und auch für die andere Seite gedacht ist. Das ist eine Universallänge und dann stecken wir es wieder auf den Anschluss hier drauf. So, fertig sind wir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen hoch da. Es war diesmal ein relativ kurzes Video. Falls ihr meinen Kanal neu entdeckt habt, hier kommen regelmäßig Werkstatttipps und Reparaturanleitungen für Fahrzeuge unterschiedlicher Art. Dann würde ich mich natürlich über ein Abonnement freuen. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann müsst ihr einfach nur die Glocke aktivieren. Und dann kriegt ihr, sobald ein neues Video hochgeladen ist, eine Benachrichtigung von mir. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Video und wünsche euch alles Gute und schöne Grüße aus Oldenburg.